Ja, das wird diesmal ein bisschen interessanter. Wir haben nämlich keinen Flugplan. Um das zu umgehen, um das zu kompensieren, fliegen wir einfach los. Wie immer, keine Radbremsen, also volle Granate. Und hoffen, dass wir das mit dem Spanzruder irgendwie hinkriegen, hier mit der Kiste auf der Linie zu bleiben. Naja, irgendwie geht das schon. Ah! Hebt sich schon an einer Seite hoch hier. Haben wir Seitenwind? Oh ja, und wie? Durchaus. Hoch mit der Mühle, Fahrwerk rein. Und dann müssen wir weitersehen, ne? Also als erstes mal, also werden wir viel von Hand fliegen müssen heute. Mal schauen. Erstmal müssen wir hoch und die grobe Richtung wird irgendwo da lang sein. Ja, warum haben wir keinen Flugplan? Wir haben deswegen keinen Flugplan, weil wir hier von Porto aus natürlich eine angemessene Location haben. Aber die Ziellocation, weil da nichts ist, ist irgend so ein verlassener, komischer Flughafen mit einer ebenso verlassenen, komischen Kennzeichnung, die er gar nicht laden kann, weil ihm, er sagt, die Requirements des Flugzeuges sind zu hoch für diesen Flugplatz. Na schön. Ja, früh auch morgens, ne? Wir haben es 6:30 Uhr früh. Der Nebel liegt noch über den Bergen. Die Sonne ist noch nicht am Himmel aufgegangen oder was immer Sonnen so am Himmel machen. Würde ich sagen, dann gehen wir einfach erstmal, tja, müssen wir ja wohl, ne? Autopilot, Autothrottel an. Erstmal höher halten und dann gehen wir nach Heading und zwar 170 ungefähr. Ja, so, ne? Mal 170 machen. Wie 100. Und 70. Mach doch. Gott, macht mir das Leben heute schwer hier. So. Was machen wir als Höhe? Wir haben jetzt 2000 Fuß. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf 3,5. Ja, ein bisschen weniger. 3,5. Steigen mit mutigen 1000 Fuß pro Minute und fahren dich mal bitte schön selber mit der Höhe wieder ein. Währenddessen gucken wir jetzt rüber, während wir über Porto fliegen übrigens. Da unten ist Porto. Eine namenlose Stadt in einem Land, das keiner kennt. Oder wenn, dann nur wegen des Fußballs, sonst kennt es ja keiner. So, wir müssen also eigentlich 166 Grad müssen wir haben. Und da, wo wir hinwollen, also hier. Da seht ihr schon, Cassaro heißt das Ding. Ist eigentlich eine kleine Wüstenpiste, aber da ist sonst nichts. Gut, wir könnten hierhin fliegen, aber das liegt ab vom Schuss und hier ist wieder zu weit. Und das ist immer, wenn man sich diese 50-Meilen-Geschichte vornimmt, dann schränkt das die Wahl der Flugplätze ein. Aber das ist ja auch das Interessante an der ganzen Geschichte. Was habe ich gesagt? 166 Grad, ne? Also 166, machen wir 165, weil wir eben schon so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. An der Höhe arbeitet er sich so langsam hoch. Geschwindigkeit habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich drehe hier einfach mal ganz fürchterlich rauf und dann schauen wir mal, was er kann. Im Moment fliegen wir bergauf mit nicht ganz 150 Knoten. Das resultiert in einer Flugzeit von... Ja, kann er gar nicht berechnen jetzt. Ach, guck mal, wir haben negative Werte, weil er den Flugplan nicht versteht. Ja, okay. Das ist ja verständlich. Ohne Flugplan kann er auch gar nicht wissen, wo wir hinwollen. So, wir erreichen die 3500 Fuß. Das heißt, das Flugzeug pendelt durch und dann müsste er geschwindigkeitsmäßig abgehen wie Schmidts Katze. Deswegen machen wir schnell noch Fotos. Ja, eine etwas ungewöhnliche Bemalung. 1946, das ist also eine die polnische Fluggesellschaft LOT. Und die hat wohl alte, ausrangierte Militärmaschinen bekommen. Und hat die also komplett mit Tarnanstrich, haben die dann einfach die Dinger markiert als Verkehrsflugzeuge. Gott, so ist das halt, ne? Man nimmt, was man kriegt. Land and Lease von den Amerikanern und übrigens habe ich das selber so angemalt und es sieht tatsächlich so aus auf dem, das ist für einen Bausatz, das ist die Bemalung dafür und das sieht halt ein wenig drollig aus. Diesig ist es noch ein wenig, aber dafür geht die Sonne ja auf. Können wir die Sonne schon sehen? Naja, also sie verbirgt sich noch ein bisschen hinter den Wolken, aber immerhin, wir kommen der Sache näher.
So. Ja, wir wissen nicht die Richtung, wir wissen nicht die Flugzeit. Cassaro, wo ist eigentlich Cassaro und was ist das? So, Cassaro. Naja. Naja. Schauen wir mal. Mal schauen, was die Kiste hier dafür ausspuckt. Kann ja nicht so wahnsinnig viel sein. Aber immerhin eine DC-3 sollte mit dem Flugplatz einer Metropole wie Cassaro, Renato Cassaro, das ist jetzt aber nicht das, was ich meinte. Renato Cassaro. Hat die Metropole etwa keinen Wikipedia-Eintrag? Cassarao heißt es. Ah, warum habt ihr mich nicht korrigiert? Ihr wusstet doch, dass das falsch ist. So, Cassarao. Klingt auch gleich viel portugiesischer. Cassarao kennst du aber hier leider auch nicht. Cassarago, Cassarano, Cäsar von Arx, Cassaro. Cassarao gibt's nicht. Was machen wir denn jetzt, weil es die Stadt gar nicht gibt, wo wir hinfahren? Wir gucken uns das an und suchen uns das nächstbeste raus hier. Cassarao, ja. Okay, so heißt der Flughafen. Das muss nicht heißen, dass das Café. Agueda? Ist das Agueda? Das sieht fast so aus, ne? Also gucken wir nach Agueda. So. Wir haben ein bisschen Seitendrift, ne? Durch den Seitenwind. Gehen wir dem Kurs noch ein bisschen zurück. Zwei Knacken. Also, Agueda. 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 Ja, kennt ihr tatsächlich. Blabla, portugiesische Kreisstadt. Ja. Na gut, dann schauen wir mal. Klaus, das sind interessante Zahlen. Tu da mal was dagegen. Agueda ist eine Stadt in Portugal mit 11.300 Einwohnern. Ich hoffe, wir kriegen da Sprit zum Weiterfliegen. Ah, das Wappen sieht endlich mal anders aus. Das Wappen ist weiß mit dem unteren Drittel Wasser, also so Wellen. In der Mitte ein grüner Baum. Auf der linken Hälfte ein Steuerrad. Und auf der rechten Hälfte etwas, was entfernt wie ein Zahnrad aussieht. Und über dem Baum... Das könnte der Zuruf. Nee, das ist eine Weintraube. Eine Weinpflanze könnte das sein. Ja, gut, warum nicht? Das ist echt mal was anderes. So, der heutige Kreis Agueda weist eine Vielzahl Funde aus römischer Zeit auf. Ist alles, was da steht? Ja. Römischer Zeit auf. Insbesondere an der archäologischen Ausgrabungsstätte Estação Archeologica de Cabeço do Vojo. Vermutlich querte die Römerstraße von Erminium, heute Coimbra, nach Cale, heute Gaia, den Ort. Der Ortsname leitet sich vom hier verlaufenden Fluss ab, der bereits im 9. Jahrhundert als Agata bekannt war. Ein Dokument aus dem Jahr 1050 spricht von einer Reihe Villae, also Kleinstädte im Gebiet des heutigen Kreises Agueda, von denen viele Namen aus dem Arabischen stammen. Aha. Was fliegen wir da vorbei? LPIN, LPUV. Der Ort war als Casual Lausato bekannt, bevor er als Agata und dann im 11. Jahrhundert als Agada den Namen des Flusses annahm. Der Fluss wurde seinerseits ursprünglich nach der heiligen Agate benannt. Aha. Die heutige Ortschaft Agueda entstand vermutlich im 11. oder 12. Jahrhundert während der Wiederbesiedlung im Laufe der Reconquista. Ein Bericht von Beamten aus Aveiro bestätigt 1451 zwar einen wachsenden Ort, der dann aber trotzdem keine eigenen Stadtrechte erhielt, jedoch in Aveiros Stadtrechtsurkunden von 1515 von König Manuel I. mitbedacht wurde. Stadtrecht, bla bla bla, Kultur und Sehenswürdigkeiten. Gastronomie.
Die berühmteste Spezialität ist das Spanferkel nach Barrayeda. Nein, Barrayeda-Art. Aha. Bekannt sind auch Weide und Schaumweide. Daneben gibt es eine traditionelle Süßspeisen. Ja, Sport. Verwaltung. Bevölkerungsentwicklung. Kommunale Feiertage. Achter Montag nach Ostersonntag. Städtepartnerschaften. Mein Lieblingsthema. Rio Grande in Brasilien. Bissau in Guinea. Ferrol in Spanien und Sint-Gilles-Vaas in Belgien. Wirtschaft. Es werden Mais, Früchte und Wein angebaut und Holz gewonnen. Tja. Verkehr. Söhne und Töchter der Stadt, von denen die meisten so bekannt sind, dass sie nur in Rot zu sehen sind, also bei der Wikipedia keinen Eintrag haben. Ich lese wieder mal rückwärts, also von unten nach oben, die Gründe der Bekanntheit vor. Fußballspieler, Sängerin, Journalist, Rallyefahrer, Philosoph, Dichter und Politiker, Heimatdichter, Fußballspieler, Pädagoge. Das ist ganz schlimme. Und geistlicher, Schriftsteller, Politiker und Pharmazeut. So, das war's. Komplett, bis Anno Dunemals. Weblinks, Einzelnachweise, hier mich auch. Und der Rest, egal. Ja, und nun, jetzt müssen wir mal zwischendurch nachgucken. Ihr müsst euch das so vorstellen, als hätten wir nebenbei noch so ein Tablet auf dem Knie. Ja, also, wenn wir hier kein richtig toll und so weiter haben, dann müssen wir hier halt tablettieren. Tabletten. Tableting, ja, ich kann die neue, aber nicht einen Flughafen, ne? Ich habe ja hier so einen Schalter, mit dem ich Flughäfen ein- und ausblenden kann. Nicht einer. Ja, was meandert unter uns? Unter uns meandert eine Autobahn. Die Sicht ist durchschnittlich, würde ich mal sagen. Distanz 41,2 nautische Meilen, ja, aber wahrscheinlich zum Startpunkt, ne? Ja, wenn es keinen Flugplan gibt oder keinen geladenen Flugplan gibt, kann er logischerweise auch nichts Sinnvolles anzeigen. Ja, dann rate ich einfach. Die Frage ist nur, wem rate ich was? Wenn ich mir das so angucke, sollten wir schon mal so ein bisschen runterkommen vom Hohen Ross und mal schauen, wo es hinfährt. Also Höhe haben wir jetzt 3,5. Ich denke mal, wir gehen mal auf 2,5 runter. Oder ruhig versuchsweise auf 2. Ich hoffe, das reicht auch. Ja. Also, wir gehen runter. Was habe ich gestellt? 184 habe ich als Geschwindigkeit. Das sagt er auch. So weit, so gut. Jetzt gehe ich mit der Geschwindigkeit mal runter auf 170. Ich glaube, 180 ist schon ein bisschen grenzwertig. Wenn einem diese schönen Angaben fehlen, die man sonst immer vorgebetet bekommt. So, wir müssen über Argueda rüber und dahinter liegt der Flughafen. Das richtig sehen müssen wir den Hochspannungsmasten nach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier Hochspannungsmasten sein sollen, Rodungen oder ob hier einfach nur Satellitenbilder aneinander stoßen. Da ist Argueda. Da, ganz genau. So. Und wir fallen weiter. Er hat die Höhe bei 3,5 durchaus nicht gehalten. Na schön. Ist ja nicht das Falscheste. Es wird ja auch diesig zur Zeit. So, da ist Argueda. Das heißt, wir müssen so langsam auch irgendwo gegen ansteuern. Dann würde ich sagen, ich setze mich erstens mal rein. Zweitens schalte ich den Autotrottel mal aus. Und trimme erstmal wie ein Weltmeister gegen an. So. Was ist mit der Geschwindigkeit? Ja, musst du gehen. So, Argueda müsste irgendwo da liegen. Dann müssen wir ja irgendwie rausfinden, wo der Flugplatz liegt, denn der wird hier nicht mal eingezeichnet. Ich hoffe, der ist wenigstens beleuchtet. So, das wird ja wohl Argueda sein.
Das ist wahrscheinlich wieder irgend so eine dämliche Graspiste, auf der wir da landen sollen, ne? Ja, direkt hinter Argueda müsste das sein. Seht ihr schon was? Irgendwelche Lämpchen, die leuchten? Nee, ne? Hast du einen Flugplatz? Nein. Wir müssten aber so ungefähr in der richtigen Richtung hier runterrauschen. Ja, sieht hier irgendwas aus wie ein Flugplatz? Das Argueda dahinter müsste ein Flugplatz sein. Der wird logischerweise da sein, wo es irgendwie flach ist. Halbwegs flach, denke ich. Ist er das? Nein. Tja. Da ist irgendwas, oder? Da. Nee. Ah, jetzt ja. Nee. Jede größere Grasfläche, wo sich irgendwas drauf tut, gleich als Flugplatz zu betrachten. Da nicht, aber ich glaube, da habe ich irgendwas gesehen, was möglicherweise... Tja. Jetzt müssen wir noch mal nach dem Tablet greifen, sozusagen. Oh, sind wir ordentlich vom Schuss angekommen, ne? Ja, okay. Es müsste jetzt also quer ab zu unserer Linken müsste es sein. Irgendwo da. Da, ich sehe ihn! Yay! Hoffe ich. Nicht, dass das wieder eine Landstraße ist. Das ist er. Gas weg. Flaps raus. Fahrwerk raus. Ja, wir landen gegen den Strich, aber ich glaube, das ist denen dann auch egal. Auch mit den Bremsen, die nicht funktionieren. Naja. Kommt mal wieder ein bisschen heiß rein, aber 100 Knoten ist machbar, denke ich. Ja, ist verdammt kurz, die Piste, ne? So. Ups, ein bisschen abgeprallt. Bremse rein. Ich glaube, wir haben ein fliegendes Fliegerdenkmal gebaut. Auf Propeller krumm gemacht. Ja, wir haben die Propeller ab. Aber was soll's? Wir sind da, wo wir hin wollten. Irgendwie. Naja. Ja. Sonu ist aber gut, ne? Bremse ist an. So kommt's, wenn man keine Radbremsen hat. Dann muss man halt improvisieren. So, muss ich irgendwas abschalten? Nö, ist ja im Grunde ist ja alles aus. So. Gucken wir rum. Warten aufs Tageslicht. Verschwinden unauffällig, nehmen ein anderes Flugzeug. Obwohl, die Mühle ist ja für hier gar nicht schlecht, für so eine kurze Piste in der Pampa, ne? 24018. Hier ist auch irgendwie nichts. Wie ist das so schön? Keiner weiß, wo es liegt und keiner will dahin. Ja, nun gut. Jetzt sind wir das Größte hier. Wir sind auch die interessanteste Geschichte hier weit und breit. Man wird über Monate, wenn nicht über Jahre, Jahrhunderte wird man erzählen von dem heutigen Tag, als die DC-3 hier landete. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir wieder
frohen Mutes und allen Regeln konform einen kleinen Hüpfer machen. Irgendwohin. Danke fürs Reingucken.